Hallihallo, da sind wir wieder. Heute aus Bangkok. Der Martin hier vom Boot. Ich bin also mit dem Boot von meiner Location aus hier nach Pattonam gefahren, zum Pattonam Pier. Und wir machen jetzt hier mal einen kleinen Rundgang und schauen, was hier am Freitagabend so los ist. So sehen also die Boote hier aus. Ich bin von dem Ramkam Heng Pier losgefahren für 18 Baht, also ziemlich genau 50 Cent. Und ich bin nicht alleine hier. Sind wieder viele, viele Touristen an Bord gewesen, die auch schön Fotos gemacht haben und Filmchen. Die sich gewundert haben, wie preiswert das ist, hier in Bangkok mit dem Boot zu fahren. Also 50 Euro sind, ist ja wohl der Hammer. Ja, man kommt also hier vom Pier quasi direkt hier zum Pattonam. Hier ist das Hochhaus zu sehen vom Baiyoke Sky Tower. Weiß man also genau, wo man ist. Hier ist das Novotel mit einer schönen Dachterrasse auch. Und hier geht es rüber zum Central World. Da machen wir jetzt mal einen kleinen Blick. Denn oftmals ist es so, dass da zum Wochenende hin irgendwelche neuen Veranstaltungen sind, neue Feste, neue Themen. Und ich schaue schon von hier aus darüber. Da ist was zu sehen. Also hier direkt vom Pier kommen, von der Brücke aus. Hier ist direkt ein tolles Restaurant, was ich sehr empfehlen kann. Ist natürlich touristisch, aber die haben alles, was man braucht. Von der Ente, vom Schweinefleisch, von dem crispy Schweinefleisch, was wir so gerne mögen, über die Pork Legs hier, also die Schweinshaxen. Und alles so um die 60, 70 Baht. War früher mal um die 40 Baht. Aber egal, hier kann man schön drin sitzen. Da kann man auch direkt durchgehen, noch zum Pier. Und tolle Location hier. Wirklich toll. Und hier gibt es auch viele Erfrischungsgetränke, falls es den einen oder anderen interessieren sollte. Ja, und hier haben mittlerweile auch fast alle Geschäfte wieder geöffnet, also die Shops hier an der Seite. Da war ja mal eine Zeit lang hier Ebbe, will ich mal so sagen, nichts los. Aber mittlerweile haben wieder alle offen, ob es Massagesalons sind, Souvenirs oder auch kleine Restaurants. Und hier ein berühmtes Restaurant deswegen, das ist zwar noch nicht so lange hier, das ist der Khao Man Gai Shop, der auf der Phetchaburi Road ist, auch Michelin empfohlen in dem Bereich von Streetfood, hat hier mal aufgemacht. Die wollten mal in das neue Einkaufszentrum reingehen, sind es auch kurz gewesen. Man haben dann hier hingewechselt, weil das neue Einkaufszentrum hier gegenüber vom Central World ist bisher noch nicht so richtig, ja, noch richtig in die Gänge gekommen. Hat geöffnet kurz vor Covid und das war quasi der Genickbruch. Aber die machen fleißig weiter und versuchen alles Mögliche aufrechtzuerhalten. So, hier natürlich 7-Eleven und da oben der Skywalk, der also von Pattonam direkt hier rüber geht zum Central World. Kann man also schön ungestört da oben herlaufen. Dazu musst du natürlich erstmal da heute hinten die Straße überqueren. Also wenn du den Skywalk da nutzen willst, dann geht es erstmal da über die Straße da hinten und dann kannst du auch das kleine Treppchen hochgehen und von dort aus entweder in das Platinum Fashion Mall, in die Platinum Fashion Mall reingehen zum Shoppen und dann runter Pattonam Market, oder du gehst in diese Richtung und kommst dann hier zum Central World und zum Big C. Und hier ist das Einkaufszentrum, wovon ich gesprochen habe, was wie gesagt immer noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat. Das Ganze nennt sich The Market Bangkok. Ist eigentlich gut geplant gewesen, aber zur falschen Zeit eröffnet. Leider, leider. Deswegen gehen wir noch gar nicht erst rein. Und da hinten sehen wir jetzt den Vorplatz vom Central World. Da finden also immer Veranstaltungen statt. Und da ist jetzt das Amazing Durian Fruit Festival, worauf wir noch so lange gewartet haben. Ja, also hier gibt es ja einmal diesen Food Court auf dem Plaza, wo also das ganze Jahr über Straßenessen angeboten wird. Bisschen überteuert, aber immer nett anzuschauen, weil da auch live gekocht wird. Kann man sich auch hinsetzen. Und das ist also die eine Geschichte, die wir dort immer sehen. Und jetzt eben von hier aus mal rüber, was da hinten passieren wird. Also von hier kann man es gut sehen. Da ist also der Food Court, der immer da ist. Nennt sich im Moment Summer Street Food. Da wechselt das Motto immer ab und zu. Und da hinten ist das Zelt für das Durian All You Can Eat Festival. Da gehen wir jetzt mal und schauen, was da los ist. Ja, hier werfen wir nur einen kleinen Blick drauf, weil uns interessiert ja viel mehr das große Festival, was hier wohl bald stattfinden wird.
das Durian and Fruit Festival 2023. Also machen wir uns eben kurz hier durch. Denn hier gibt es natürlich auch Streetfood. Wird hier vieles angeboten. Aber im Moment ist hier nicht viel los, weil es ist und war heute sehr, sehr heiß draußen. Also die Leute sind noch nicht bereit, in der Hitze draußen rumzulaufen. Es ist jetzt 17 Uhr und es wird jetzt langsam Abend. Aber die Hitze, die steht. Hier in Bangkok ist es also so, wir hatten heute wieder 36 Grad. Und das ist also für vielen Anlass, überhaupt erstmal nicht rauszugehen. Tagsüber vielleicht zu Hause oder im Hotel zu bleiben, am Pool, wie auch immer, in den klimatisierten Räumen, um dann abends ein bisschen rauszugehen und sich dann verwöhnen zu lassen. So, und jetzt kommen wir hier zum großen Zelt, zum großen Festzelt. Normalerweise ist der Eingang von dieser Seite. Das hat man wohl dieses Jahr rumgedreht. Wir schauen uns mal die Einzelheiten an, ob wir was erfahren können, wann es hier losgeht. Ja, so wie wir jetzt hier sehen können, das Festival hat schon begonnen. Das geht dieses Jahr vom 10. bis zum 15. Mai. Hier kann man seine Tickets pre-ordern für 599 Baht. Ansonsten kostet es 699. Und da kann man hier teilnehmen und hier endlos essen für, ich glaube, für 90 Minuten. Und wir sehen also jetzt hier, die Veranstaltung, die jetzt gerade läuft, ist wohl auch nicht ausverkauft. Ist im Moment noch so, dass wir hier Plätze frei hätten. Also die Veranstaltung war nicht ausverkauft, weil tagsüber, wie gesagt, viele setzen sich hier nicht gerne hin, obwohl es hier klimatisiert ist. Hier sind also große Klimageräte aufgestellt, die also kühle Luft hier reinsenden. Und deswegen normalerweise kein Problem, hier essen zu gehen, auch tagsüber nicht. Aber wer weiß das schon vorher. Und auch das Festival hier ist noch nicht zurückgekommen zu alter Größe. Es ist also wirklich klein. Normalerweise hat man hier einen Bereich, der mindestens genauso groß ist wie in dem inneren Bereich, wo man also essen gehen kann. Hat man hier draußen noch Stände normalerweise, die den gleichen Platz einnehmen wie drin die Fläche. Hier ist aber im Moment noch, ich sag mal, relativ klein. Und vom 10. bis zum 15., das sind 6 Tage, ist nicht viel. Normalerweise ging das, glaube ich, 10 Tage, das Festival. Also wir müssen mal sehen, ob wir hier, nicht heute, aber in den nächsten Tagen, bevor es zu Ende ist, noch ein Plätzchen ergattern und dann mal da reingehen und so ein All-You-Can-Eat-Durian mitmachen. Wir schauen einfach mal. Aber hier vorne gibt es noch was anderes. Ja, so sieht das Ganze von hier aus, vom Platz. Wie gesagt, da hinten der große Baiyoke Sky Tower, da kann man sich immer schön dran orientieren. Hier auf der anderen Seite das Big C. Wirklich ein großer Big C. Und hier ist auch noch jeden Freitag jetzt, nennt sich Thank God It's Friday City. Also ist ein kleiner, ja, ich würde mal sagen, wie ein Trödelmarkt organisiert. Werden also Klamotten angeboten, aber es sind auch Essensstände dabei. Das Ganze findet hier statt, direkt vor dem großen Apple Store. Und hier gibt es auch Live-Musik am Abend, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt, ob uns da die Musik nicht in die Quere kommt. Aber wir machen auch hier einen Blick, wie es hier gerade aussieht. Ja, also hier ist die kleine Bühne, wo abends hier Gruppen auftreten. Natürlich gibt es hier viel Musik auch schon vorher. Wir machen es jetzt aber hier einmal kurz auf dem Weg durch, die Geschichte hier, damit wir nicht so von der Musik im Hintergrund erschlagen werden, denn es ist schon wieder ziemlich laut hier. Wir wissen das ja aus Erfahrung, laut ist nicht laut genug. Also hier muss es immer irgendwie laut sein. Ja, also hier ist ein Bereich mit Bekleidung, mit Schmuck, mit Tattoos und so weiter. Also hier ist was zum Schlendern für die jungen Leute, ein bisschen was einzukaufen. Neumodische Geschichten, also nicht jetzt unbedingt große Auswahl. Aber dann haben wir hier hinten noch die Foodstores. Und da finden wir jetzt hier wieder unsere altbekannten Folienkartoffeln, die wir auch schon das ein oder andere Mal gesehen haben auf den Märkten. Folienkartoffeln dann zu Püree verarbeitet und die üblichen Shakes, die hier angeboten werden. Kaffee ist frisch gebrüht. Hello! Kaffee ist frisch gebrüht. Und hier sind
die Preise um die 40, 50 Baht. Also alles im Rahmen. Wohingegen hinter uns auf dem Food Court, wo wir vorhin kurz durchgegangen sind, da war es schon ein bisschen außerhalb des normalen Rahmens. Und hier haben wir also auch unsere beliebten Isan-Würstchen. Schön mit Kohl, mit Ginger, mit Chilis hier. Und die sind frisch gemacht hier gerade. Frisch kommen die jetzt hier raus aus dem Wok. Werden hier aufgespießt. Von der Kette runtergenommen. Die hängen also, normalerweise hängen die ja, wie man es da hinten sehen kann, hängen die über an Fäden aufgezogen. Und jetzt macht man die hier vom Faden runter. Und das kommt dann gleich hier ins Fett rein und später wird es dann aufgespießt oder eben wie hier in Schächtelchen verkauft, in Tütchen verkauft mit dem Spieß dabei. Und ja, eine meiner Lieblingsgeschichten hier, die Isan-Würstchen. Immer schön für den Snack zu haben. Hier kommt gerade eine neue Ladung Eis. Und hier gibt es auch, ja, also eine Art Currys gibt es hier. Nudeln, frische Nudeln. Hier wird aus der Pfanne gebacken. Also eine große Auswahl eigentlich an Streetfood hier. Hier gibt es zum Beispiel Food Van. Ja? Also mir fehlen manchmal die Worte. Und hier ganz lecker, dieses koreanische, mit Käse gefüllte. Also das ist wirklich ein Traum. Mögen wir gerne. Auch hier koreanischer Style. Tteokbokki. Schöne Sachen hier direkt vom Foodtruck. So, Foodtruck. Mein Gott. Das sind die käsegefüllten, entweder Würstchen mit Käse innen drin, mit Käse ummantelt, wie auch immer. Und dann Ketchup, Mayo oben drauf. Aber auch hier mit Kartoffelstückchen auf dem Spieß drauf. Immer wieder gerne. Auf großen Festivals wird das auch gerne genommen. Da sind riesen Stände, die da teilweise diese koreanischen Snacks verkaufen. So sieht's aus hier in Bangkok. Ja, wie gesagt, es ist Freitag, später Nachmittag. Wir haben jetzt gerade 17 Uhr durch. Ist also noch relativ früh. Es wird hier am Abend auch schön voll werden und auch schön laut, weil dann nämlich da vorne Live-Musik stattfindet und hier entsprechend Live-Musik über die ganze Fläche geschaltet wird. Also, wer die Musik mag, ist ganz gut, aber für unsere Videos ein bisschen schwer geeignet. Und hier die Barbecue, hier die, die Stäbchen, die kommen also hier wieder auf den Grill. Man kann sich hier vorne aussuchen. Hier gibt es Seafood, hier gibt es die Schweinewürstchen oder auch hier viele verschiedene Arten. Chicken Brust, also Hähnchenbrust, da gibt es Pilze am Spieß. Schön angerichtet, sehen auch schön aus. Dann eine schöne Soße drauf, alles wunderbar. Ja, und hier wieder Smoothies, Frozen Joghurts, ganz toll. Ja, und da sind sie wieder, unsere kandierten Früchte werden hier erst aufgespießt, die Spieße werden fertig gemacht. Das sieht ja aus wie künstlich, ja? Das sind aber echte Erdbeeren und echte Weintrauben. Jetzt kommen die ins Zuckerbad, ins heiße Zuckerbad. Und dann, weil es hier so warm ist, direkt ins Eiswasser, damit die Zuckerglasur also sofort erstarrt und crispy wird, knusprig wird. Ansonsten hier an der heißen Außentemperatur wird sonst der Zucker niemals hart. Ja, deswegen ins Eiswasser. Meistens auch, wenn man es kauft, dann wird es meistens, wenn es da schon liegt, nochmal eben ins Eiswasser reingetaucht. Damit es also die Crispiness wieder erlangt, denn wie hier jetzt, sind die jetzt zwar aus dem Eisbad raus, aber die werden gleich wieder weich, weil es zu warm ist hier. Ja, und hier noch, ganz lecker auch, viel Arbeit, dauert auch lange, bis sie fertig sind, aber ich empfehle die auch heiß zu essen, nicht mit nach Hause zu nehmen, weil da werden sie ein bisschen matschig.
hier, die mögen wir doch sehr, sehr gerne. Die ist eine Riesenarbeit, wenn man das nicht jeden Tag macht, so wie die junge Frau hier. Die scheint also damit nicht jeden Tag vertraut zu sein. Aber es macht nichts, dauert halt ein bisschen länger. Tut dem Geschmack keinen Abbruch. Ist eine Menge Arbeit, wie gesagt. Und das alles gibt es hier auf diesem Wochenendmarkt. Aber auch hier, wer es braucht, ein Döner in Thailand, warum nicht, kann man mal machen. Hier mit Rindfleisch oder mit Hähnchenfleisch. Steht also alles hier direkt vor deinen Augen frisch gemacht hier. Frische Zutaten, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Kebab kommt drauf auf den Fladen und dann natürlich Ketchup, Mayo. Dann wird das Ganze zugedreht. Wie es geht, wissen wir. So, jetzt wird nämlich die Musik hier schon wieder ein bisschen laut. Ich werde nervös, weil die Musik wird uns hinterher sonst Probleme bereiten. So, ich schaue nochmal, 17.15 Uhr jetzt gerade. Also es ist wirklich noch richtig früh am Tag. Und die werden wirklich nur am Wochenende, baut man das schnell auf. Es nennt sich, ich muss mal gleich schauen, ob ich das irgendwo noch sehen kann, ob es wirklich das ganze Wochenende ist oder wirklich nur am Freitag. Weil die ganze Veranstaltung nennt sich Thank God It's Friday. So, hier wird das Wochenende eingeläutet und ich habe keine Ahnung, ob es also über den Freitag hinausgeht oder wirklich nur am Freitag stattfindet. Ja, für den süßen Zahn hier ist auch Eiscreme vorhanden, also so Eiscreme-Rollen. Schöne Sachen hier, aber auch aus dem Automat, hier das Soft-Eis. Hier gibt es also wie so ein kleines Kuchenstückchen als Eis, aber auch die Becher. Vorgefertigt schon. Und hier der große Automat mit dem Soft-Eis. Alles hier direkt vor dem großen Apple Store. Also auch ein Highlight hier für Technikbegeisterte. Hier in Thailand sein iPhone kaufen, sich die Mehrwertsteuer am Flughafen mitnehmen, bevor man nach Hause fährt. Und dann hat man ein gutes Schnäppchen gemacht. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid heute hier in Bangkok am Freitagnachmittag. Und immer gerne den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat, ein Like dalassen und bleibt alle gesund, dann sehen wir uns schon bald wieder hier auf dem Kanal. Ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao, ciao.